In diesem Video wollen wir uns das Grundprinzip des Clausius-Rankine-Prozesses ansehen, also den zugrunde liegenden Kreisprozess in Dampfkraftwerken. Dazu zählen die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke. Das Prinzip ist folgendermaßen: Wir haben also eine Brennkammer. Und in dieser Brennkammer wird Kohle verbrannt, Steinkohle, Braunkohle. Bei einem Kernkraftwerk wäre das natürlich der Kernreaktor, in dem die Kernspaltung erfolgt. In die Brennkammer wird flüssiges oder wird Wasser eingeführt. Das heißt, wir haben hier Wasser. Das wird vorkomprimiert über eine Pumpe. Und erfolgt eine Kompression. In der Kammer erfolgt nun der Wärmeübertrag in das Wasser, sodass das Wasser unter hohem Druck und hohen Temperaturen verdampft. Also es passiert nicht unter Normaldruck, sondern typischerweise in modernen Kraftwerken liegt der Druck, der in dem Kompressor erzeugt wird, bei ja, ungefähr 250 Bar. Sodass das Wasser dann nicht schon bei 100 Grad Celsius verdampft, sondern bei deutlich höheren Temperaturen. Das sind dann ja Temperaturen von ungefähr 350 Grad Celsius, bei denen das Wasser dann erst verdampft. Dieser Heißdampf, das heißt also hier, wechseln wir mal die Farbe, hier kommt dann also dann Heißdampf aus der Brennkammer raus. Heißdampf bedeutet, dass das Wasser komplett verdampft ist und keinen flüssigen Anteil mehr hat. Der Heißdampf hat einen entsprechend hohen Druck von diesen 250 Bar und wir sind ungefähr bei 550 Grad Celsius, die der Heißdampf dann hat. Dieser Heißdampf tritt dann in eine Turbine ein. Also dann hier die Turbine. Das ist also, dass dann der Heißdampf mit seiner kinetischen Energie, mit der hohen Strömungsgeschwindigkeit eine Turbine antreibt, also Turbinenschaufeln. Das wird in Rotation versetzt und treibt einen Generator an, der dann durch elektrische Induktion dann Strom erzeugt, der dann ins Stromnetz eingespeist werden kann. Der Heißdampf, der dann hier in die Turbine geht, der verliert natürlich beim Übergang Energie, kühlt ab, der Druck sinkt ab, sodass dann der Heißdampf mit geringerer Energie weitergeführt wird und dann wird über einen Wärmetauscher, das ist dann halt der Kühlturm, das ist hier mal die Kondensation. Das heißt also, dem Heißdampf muss weiter Energie entzogen werden, um den Kreisprozess, den thermodynamischen Kreisprozess zu schließen. Und dann kann das Wasser wieder zurückgeführt werden in den Kreislauf dieses Kreisprozesses. Naja, die Wärme wird dann bei der Kondensation abgegeben. Das sind dann halt diese Kühltürme, die bei den großen Kraftwerken immer zu finden sind. Das heißt, man braucht natürlich auch ein Kühlmedium. Das ist in der Regel ein Fluss, den man nutzt, also Fließgewässer. Kleinere Kraftwerke können auch eine Luftkühlung nutzen, aber die großen Kraftwerke im 100-Megawatt-Bereich und mehr bis zum Gigawatt-Bereich, die brauchen entsprechende Mengen an Kühlmittel. Das heißt, dann wird dann auch Wasser genutzt über einen Wärmetauscher hier in der Kondensation, die Restenergie aus dem Heißdampf zu ziehen und dann diesen Kreisprozess zu schließen. Den wollen wir uns im nächsten Schritt noch einmal etwas genauer angucken. Wie sieht nun dieser vereinfachte Clausius-Rankine-Prozess thermodynamisch aus? Also wir haben im ersten Schritt haben wir einen Kompressor. Das heißt also, wir erhöhen den Druck des Wassers, das heißt, hier unten ist dieser Kompressor.
der also das Wasser, was hier reinfließt, dann komprimiert. Dann gibt es keine Volumenreduktion, weil das Wasser als Flüssigkeit natürlich inkompressibel ist, aber der Druck wird erhöht von Unterdruck auf den Druck von ja, ungefähr 250 Bar, die man dann am Ende beim Heißdampf bekommt. Zweiter Schritt ist dann die Brennkammer. Das heißt also, wir haben dann einen ja, Wärmeübertrag auf das Wasser über einen Wärmetauscher. Das heißt also, hier haben wir dann die Brennkammer. Wir führen Wärme hinzu in einem zweiten Schritt, gehen dann in einem dritten Schritt in die Turbine, haben also da dann einen Energieübertrag. Hier wird dann die Energie abgeführt und die Leistung in der Turbine. Und dann als letzter Schritt erfolgt dann in einem Kondensator die Kondensation des Wassers, des Heißdampfes. Das heißt, also, wir führen dann hier das Wasser wieder zurück. Hier ist der Kondensator. Und dann haben wir hier natürlich auf der linken Seite noch den Kompressor. So, also das ist jetzt dieser vereinfachte Kreisprozess, der hat vier Stufen, der lässt sich noch etwas komplexer darstellen, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Aber für das erste Verständnis genügt es aus, diesen Kreisprozess mit vier Stufen zu betrachten. Also wir haben hier Zustand 1, das ist also das flüssige Wasser vor der Kompression. Dann sind wir hier in Zustand 2. Vor der Brennkammer, gehen dann im Zustand 3 in die Turbine rein und am Ausgang der Turbine sind wir dann im Zustand 4, wo es vor es dann in die Kondensation geht. Das heißt also dem Wärmeenergieentzug des Heißdampfes, um am Ende wieder flüssiges Wasser zu bekommen. Das heißt also, hier haben wir jetzt einen ja, klassischen thermodynamischen Kreisprozess mit vier Schritten. Also vier Zustandsänderungen, wenn man ihn ganz konventionell aus der Thermodynamik kennt. Jetzt aus der Thermodynamik-Veranstaltung hat man normalerweise nur mit idealen Gasen zu tun. Etwas komplexer wird es jetzt bei der Betrachtung des Wassers und des Heißdampfes. Das heißt hier oben, das können wir vielleicht nochmal darstellen. Also hier oben haben wir ja dann in Rot, sind wir dann im Dampf, in der Dampfphase und gehen dann hier runter wieder in Blau in die Flüssigkeitsphase. Das heißt, hier oben ist wieder der Heißdampf. Das lässt sich jetzt thermodynamisch dennoch beschreiben. Etwas komplexer natürlich, dadurch, dass wir Zustands- oder Aggregatzustandsänderungen haben, von der flüssigen in die gasförmige Phase übergehen und wieder zurückgehen. Das macht die Thermodynamik etwas komplexer. Dennoch ist die Beschreibung über die Zustandsänderung, wie man sie aus der Thermodynamik kennt, vergleichbar und lässt sich sehr gut abbilden. Das wollen wir uns dann im nächsten Schritt ansehen, wie dieser Prozess funktioniert im TS-Diagramm. Das heißt also, wie lässt sich dieser Prozess thermodynamisch darstellen? Ziel aller Kreisprozesse ist natürlich immer, die eingeschlossene Fläche in diesen Kreisprozessen zu maximieren. Was also brauchen, sind diese Zustandsänderung, die müssen wir einmal thermodynamisch beschreiben und dann im nächsten Schritt kann man sich dann die Energiewerte, die dazugehören, entsprechend ansehen. Dazu machen wir Folgendes. Wir notieren jetzt erst einmal, welche Zustandsänderung haben wir. Also von Zustand 1 in Zustand 2 beim Durchgang durch den Kompressor. Da haben wir eine isentrope oder adiabatische Kompression des Wassers. Kompression des Wassers. Isentrop deswegen, weil es ein sehr schneller Prozess ist, thermodynamisch, da gibt es quasi keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung. Deswegen ist diese Zustandsänderung isentrop oder adiabatisch. Der zweite Schritt. Das ist also die Zuführung von Wärme, das ist die isobare Wärmezufuhr.
Das heißt also bei konstantem Druck, markieren diese Schlagworte der thermodynamischen Zustandsänderung, also isobare Wärmezufuhr im Heizkessel oder in der Brennkammer. Dann haben wir im dritten Schritt von Zustand 3 zu Zustand 4, da gehen wir ja dann hier durch die Turbine durch, auch das ist wieder ein isentroper Prozess, weil er sehr schnell erfolgt und damit wieder ist die Wärme zu träge, als dass es zu signifikanten Wärmeverlusten kommen kann. Das ist eine isentrope Expansion des Gases. Expansion des Heißdampfes in der Turbine. Und dann im letzten Schritt müssen wir dann den Aggregatzustand wechseln von gasförmig zu flüssig. Das passiert dann in der Kondensation. Das heißt, hier haben wir dann von 4 nach 1, da haben wir dann eine isobare Wärmeabgabe. Im Kondensator und führen dann das flüssige Wasser wieder zurück in unseren Kreisprozess. Das heißt, über die Beschreibung dieser 4 Zustandsänderungen lässt sich jetzt thermodynamisch berechnen, wie groß die Energie ist, die in einem Clausius-Rankine-Prozess erfolgen kann, also in einem Dampfkraftwerk. Unter Berücksichtigung natürlich, dass wir einen Aggregatzustandswechsel haben von flüssig zu gasförmig und natürlich wieder zurück von gasförmig zu flüssig.